Mal hier so rumkommen. Ja, komm mal zu uns. Aber ich sehe doch komisch aus. Nein. Nee, aber du brauchst ja, du bist doch noch nicht im Bild. Das. Du musst dich ein bisschen, mehr. Du musst weiter. Ich bin du musst. So dick. Ich bin so dick. Wir sind alle dick. Was machen wir jetzt? Das macht uns aus, weißt du? Das läuft, glaube ich, schon. Macht uns aus. Dick sein ist das neue Hübsch. Also wir sind hier in Wittenberg. Wittenberg sind wir jetzt gerade. Lutherstadt. Ja. Lutherstadt Wittenberg. Das ist der, scheinbar heißt ganz wichtig auch. Zusammen. Das heißt aber offiziell Lutherstadt Wittenberg. Seit wann das? Na, schon zig Jahre. Okay, aber ist das eine offizielle Umbenennung gewesen? Oder? Na, Wittenberg. Das hieß mal Lutherstadt Wittenberg, denn dieses Wittenberg. Aber jetzt ist es schon. Ja. Lutherstadt Wittenberg wieder. Ja. Ja, wir sind hier bei Doris. Doris ist die Mutter von einem Freund meiner Mutter. Um Gottes Willen. Das ist so komplex. Doris ist die Mutter vom Freund meiner Mutter. Ja, ne, ja. Das ist schon. Ja, das ist halt so gut zusammengefasst. Ja. Also nicht der Freund, die Mutter vom Freund deiner Mutter. Ja. Auch von meinem, also, ja, gut. Ja. Ja. Das bindet durcheinander. Wir waren heute in Dessau schon unterwegs. Wir sind jetzt hier im Osten Deutschlands. Wir sind mal ganz woanders, irgendwo, wo wir uns auch mal wo gar nicht auskennen. Das finde ich irgendwie sehr spannend. Sehr spannend. Max hat sein Buch verloren, leider. Das heißt, ich habe mein Buch verloren, du hast mein Buch verloren. Ich habe nicht dein Buch verloren. Du hast mir nach dem Dings die Sachen in die Hand gedrückt. Nach dem Theaterstück habe ich ihm die Sachen zurückgebracht. Und dann, aber ich hab, da waren halt ein paar Sachen von Max und die habe ich ihm gebracht. Und da war halt scheinbar das Buch nicht dabei. Ja. Aber wenn das Buch dir so wichtig ist, dann hättest du ja gemerkt, dass das Buch nicht dabei ist. Nee, ich habe mich da auf dich verlassen. Und wo ist denn das jetzt? Wahrscheinlich im Theater. Das kriege ich schon wieder. Das war theaterwissenschaftliche Literatur. Das waren sowieso Sätze, wo du den Satz dreimal liest und danach denkst, ach so, postfordianisch. So, was kannst du mir sagen, was postfordianisch ist? Kenn ich auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Du holst das wieder. Ja, ja. Gibt es irgendwas Wunderschönes, was du heute erlebt hast, was wir heute erlebt haben, was wir erzählen können? Irgendwie was Schönes? Das ist Wunderschönes. Wir sind hier angekommen. Du hast eine sehr schöne Wohnung. Das ist sehr schön. Wir haben heute schon zusammen gegessen. Dankeschön. Oh, und ich habe gedacht, ihr kommt erst morgen. Das ist ja ein Ding. Aber ist okay, dass wir heute schon da sind. Ja, sicher. Ich glaube, wir sowieso auch nichts im Fernsehen. Ist okay. Okay. Ja, dürfen wir auch noch ein bisschen hier bleiben? Können doch hier bleiben, wie ihr wollt. Ja. Das ist sehr lieb. Das ist auch wirklich eine schöne große Wohnung. Aber ich jetzt von dieser Kamera. Nein, was denn? Was ist die Kamera liebt dich. Jetzt sind wir so alleine auf einmal. Ja, ja, total. Das ist ganz komisch jetzt auf einmal. Dann machen wir jetzt mal schnell Schluss.